Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Hoffentlich hattet ihr ein schönes Wochenende. Ich hatte ein schönes Wochenende. Auf in eine neue Woche mit euch, mit uns. Heute Nacht, wie immer, in der Nacht von Montag auf Dienstag, freie Themen, offenes, eine offene Telefon-Talkshow. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, gerne könnt ihr machen, über welches Thema auch immer. Ihr müsst halt nur diese Telefonnummer hier wählen, 0800 5678 111. Oder ihr könnt faxen unter 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht und in dieser Woche, das ist die Melanie. Und Melanie ist 19 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Ich grüße dich, Melanie. Hi. Dein Thema. Ja, ich wollte gern darüber sprechen, dass ich eine Agentur eröffnen möchte. Eine Agentur? Mhm. Agentur klingt immer so ein bisschen so halb Seiden, oder? Ja, so halb. Also auf jeden Fall geht es darum, dass ich einen Begleitservice eröffnen möchte. Dachte ich es mir doch. So was Ähnliches wie Escort-Service, halt nur mit Erotik. Ja, ein Begleitservice mit Erotik. Mhm, genau. Da weiß ich überhaupt gar nicht, was das ist. Was ist ein Begleitservice mit Erotik? Das heißt, mich können Männer anrufen, können mich, ich sag jetzt mal, für einen Abend einladen, irgendwo hinfahren und vielleicht auch danach ins Hotel. Und ja, den Rest kannst du dir auch mal ausmalen. Aha, also ich könnte jetzt, nehmen wir mal an, wir spielen das mal durch. Ich wäre dein Kunde, ich würde bei dir anrufen, sagen, ich möchte gerne am nächsten Wochenende in die Oper gehen. Mhm, genau. Das wäre möglich. Ja. Hast du entsprechend gute Kleidung? Ja, habe ich. Hast du? Habe ich alles. So, für jeden Anlass. Für jeden Anlass. Dann würde ich dich in die Oper ausführen. Mhm. Danach gehen wir ganz schick essen irgendwo. Genau. In einem Top-Restaurant. Ja. Und dann? Was könnte ich dann noch mit dir machen? Dann gehen wir in mein Hotel. Und ja, und dann kannst du dir aussuchen, was du magst. Ne? Also, ach so, das heißt also, das Spektrum ist ganz offen. Ist ganz offen. Geht also vom von der Erotikmassage bis zum knallharten Sex. Ja, genau. Aha. Halt außer Anal, ne? Also, was bitte? Außer Anal nicht. Anal nicht, ach so, hey, nein. Das lasse ich doch für meinen Freund. Gut, die Details wollen wir nicht wissen. Man könnte doch eigentlich auch sagen, das ist eine Edelhure, ne? Ja, genau. Ja, ist vielleicht ein besserer Begriff als dieser Begleitservice mit Erotik und sowas. Begleitservice klingt immer so nach Fahrdienst oder so. Ja, nee. Ne? Und du willst, eine solche Agentur willst du aufmachen. Genau. Und hast einen Freund. Und ich habe einen Freund. Und was sagt der Freund dazu? Ja, der, bis zu einem gewissen Maßen. Also wenn ich die Regeln einhalte, die wir beide gestellt haben, dann also, findet er kein Analverkehr mit den Kunden. Genau, zum genau. Beispiel, was in der Regel gibt es noch? Ja, Französisch zum Beispiel nicht bei mir, ich bei Ihnen schon. Ja. Und Verhütung auf jeden Fall. Ja, das ist klar, ja. Das ist auf jeden Fall klar. Ja. Und ja, was gibt's da noch? Ja, ich lasse mich nicht schlagen. Und nicht mit Ausländern, also keine Moslems. Warum nicht? Ja, weil es halt, nee, möchte er nicht und das finde ich auch richtig. Mhm. Warum möchte er das nicht? Ja, also ehrlich gesagt nichts gegen Ausländer oder so, aber nee, ich weiß nicht, warum er das jetzt nicht unbedingt möchte. Mhm. Also ist auf jeden Fall eine Regel von euch. Ja, genau. Darauf habt ihr euch jetzt geeinigt. Ja. Hast du denn vorher schon mal in diesem Gewerbe gearbeitet? Ja, genau. Ich habe für eine andere Agentur gearbeitet. Mhm. Jetzt seit bis jetzt noch 1,5 Monate. Mhm. Und wie lange bist du schon in dem Gewerbe tätig? 1,5 Monate. Also ach so, insgesamt erst. Ja, ja, genau. Mhm. Und was hast du vorher gemacht? 19 Jahre bist du ja erst alt. Ja, ich habe eine Ausbildung angefangen, die habe ich abgebrochen, habe dann als Verkäuferin gearbeitet und bin dann Mama geworden. Und bist dann Mama geworden. Mhm, genau. Und bist dann auf die Idee gekommen, dass man in diesem Gewerbe relativ viel Geld verdienen kann, unter Umständen. Ja, ja, sicher. Auf jeden Fall mehr, als wie ich als Käuferin verdiene. Ich kriege zum Beispiel 300 Mark die Stunde. Und, Du hast 1,5 Monat das gemacht, hast als Hure gearbeitet. Geht das denn alles so spurlos an dir vorbei? Kannst du dein Leben, dein Privatleben klar trennen von dem, was du dort machen musst? Ja, ja, auf jeden Fall. Es muss auch. Ich meine, da bin ich mit meinem Körper. Es ist wirklich nur mein Körper, das ich zur Verfügung stelle, sage ich jetzt mal ganz frei. Mhm. Und zu Hause ist es mein Herz und meine Seele auf jeden Fall. Mhm. Ich liebe meinen Mann und wenn er mir auch heute sagen würde, bitte hör damit auf oder mach das gar nicht, dann würde ich das auch nicht tun. Mhm. Also, Moment. Da klingelt schon jemand, der will. Nee, das ist nur das Telefon. Ja, klar.
Können wir weiterreden? Ja. Also du würdest, wenn er sagen würde, nee, ich kann damit nicht umgehen, dann würdest du sofort sagen, nein, ich mache es auch nicht weiter. Genau. So würdest du es machen. Ja, genau. Ich frage dich deshalb, weil ich hier nun in den letzten Jahren, solange es diese Sendung gibt, schon sehr oft mit Huren gesprochen habe. Und da gibt es die ganz professionelle Hure, die sagt, so wie du es gerade eigentlich auch gesagt hast, ich trenne das, für mich ist das ein Job. Vielleicht nicht wie jeder andere, aber es ist halt wirklich ein Job und ja. Den muss man respektieren und Punkt aus, basta, es ist halt so. Genau. Und dann gibt es aber auch andere Mädels, die oder auch Jungs, die als Callboy arbeiten, die mit sich nicht so im Reinen sind. Die sagen, eigentlich geht es mir doch zu sehr an die Substanz, zu sehr an die Seele. Und wenn das der Fall ist, dann finde ich, sollte man diesen Job auf jeden Fall nicht ausüben. Ja, nee, dann passen die auch ja gar nicht rein. Ich meine, das ist schon die Voraussetzung, dass man das trennen kann, weil irgendwann wird man das auch, jetzt wie ich zum Beispiel in meiner Beziehung, ich würde dann auch irgendwie gar nicht mehr damit klarkommen oder so. Weil genauso wie habe ich sehr oft gehört, dass Kolleginnen sich jetzt in Freier verliebt haben. Und ich weiß nicht, es wird mir bestimmt nicht passieren, weil ich halt dann wirklich nur mit meinem Körper bin. Ja, zu Hause ist zu Hause und Arbeit ist Arbeit. Ja, du hast gerade gesagt, dass du eine Agentur gründen willst. Ja. Wozu brauchst du eine Agentur? Du kannst doch dich ganz einfach so anbieten. Nee, weil wir zu zweit sind und wir wollen auch Leute einstellen. Eine Freundin noch und das soll expandieren irgendwann. Ja, so ungefähr, weil es gibt auch mehr Geld dann. Ne? Klar, du hast gerade schon gesagt, dass du mit deinem Freund, mit dem bist du eigentlich wie lange zusammen? Moment, fast. Jahre. Zwei Jahre. Mit dem hast du im Detail schon durchgesprochen, welche sexuellen Praktiken du mit deinen Freiern machen darfst und willst und sollst und welche nicht, ne? Ja, das Vertrauen ist auf jeden Fall da und ich möchte auch, dass es dann auch weiterhin bleibt, dass er auch weiß, was ich mache. Ich habe ihm gesagt, ich werde von mir aus nicht erzählen, was ich da alles gemacht habe. Nur wenn er das gerne wissen will, dann kann er mich das immer fragen und ich sage ihm das dann auch. Ne? Ist denn bei dir oder soll bei dir auch das Küssen tabu sein? Also vielleicht ein Küsschen hier, Küsschen da, aber kein Zungenkuss. Kein Zungenkuss. Nee. Mich wundert, muss ich ehrlich sagen, dass dein Freund das so cool regeln und handeln kann. Ja, er sieht das halt auch an. Das ist mein Job und ich will das auch nicht mein Leben lang machen, das um Gottes Willen. Das ist wirklich jetzt nur erste Zeit, um halt Geld zu kriegen, das zur Seite zu legen und dann irgendwann kann ich dann damit aufhören, wenn wir genug haben. Was macht dein Freund vom Beruf? Der ist Service-Mitarbeiter, also angestellt in einem Kino. Ja, im Kino, also kein Erotik-Service oder so. Nee, um Gottes Willen. Ich habe ihm zwar gesagt, könnte er ruhig machen, das wird mich nicht stören. Ja, genau, also. Genau, das wäre eine interessante Gegenfrage. Wenn er jetzt auch in das Gewerbe einsteigen würde, dich würde es auch nicht stören. Nein, also wenn er das genauso wie ich trennt und auch Regeln einhält, die man sich stellt, dann finde ich das in Ordnung. Warum nicht? Ne? Die letzten Wochen, in denen du gearbeitet hast, ich habe einen Frosch im Hals, entschuldige, ich muss einmal kurz durchhusten. Die letzten Wochen, anderthalb Monate, in denen du in diesem Beruf schon gearbeitet hast, wie viele Männer hattest du da pro Tag? Kann man das so sagen? Also pro Tag nicht. Das ist ja, je nachdem, in der Agentur ist es ja halt, wo ich jetzt angestellt bin, ist es halt so doof, dass ich dann mal ein Angebot kriege, dann wieder mal ein paar Tage später eins. Also ich sag mal, jetzt auf 2 Monaten habe ich vielleicht 20 Männer gehabt. Hattest du bei diesen 20 Männern einen Orgasmus? Nee, das ist auch für mich tabu. Ich kann mir das verkneifen. So, wenn ich merke, dass irgendwas ist, dann denke ich an was anderes oder irgendwas stelle ich schon anders, dass ich dann nicht komme. Also das ist so ein Gesetz, dass du das dir selbst auch sagst, so eine Art Gesetz, das verwahre ich mir für zu Hause auf, für meinen Freund und das passiert jetzt hier nicht. Obwohl man andersrum sagen könnte, dadurch wird die Arbeit angenehmer, ne? wenn ich mir das auch gönne. Ja, ich meine, Sex ist für mich schon immer Spaß gewesen. Also ich habe da immer Spaß dran gehabt und jetzt als Beruf zu machen, nur halt der Orgasmus. Ich weiß nicht, ich bin halt so, wenn ich einen Orgasmus habe, vergesse ich mich. Und das möchtest du nicht bei dem Kunden? Das will ich nicht mit dem Kunden. Ich leuchte ihm zwar einen vor, das ist klar, sonst wird er denken, was mache ich hier und die kommt ja nicht. Klar, ja. Nee, also, aber das verweige ich mir doch lieber für zwei. Wie war denn das, wenn du dann von, in den letzten Zeiten, wenn du von einem Kunden oder Freier, wie immer man das nennen mag, kamst, und bist dann zu Hause zu deinem Freund gegangen. Konntest du? Ja, ich habe mich dann auf jeden Fall als erstes geduscht, Zähne geputzt, alles. Ne? Und wir haben da eigentlich weiter nicht drüber gesprochen. Da kam am Anfang, habe ich auch schon öfters geguckt, wie reagiert er jetzt oder so. Aber das hat er eigentlich ganz locker genommen. Ich wollte auch dich fragen, was du so für ein Gefühl hattest. Wärst du oder warst du dann in der Lage, sofort umzuschalten und dann sogar vielleicht relativ flott auch mit deinem Freund zu schlafen? Ja, auf das jeden geht. Fall. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, das tönt mich jetzt nicht sonderlich an, dass ich mit anderen Männern schlafe, nur es ist halt so, wenn ich dann nach Hause komme, ich freue mich auf meinen Männer und wenn er dann gerne was machen möchte, von mir aus. Also ich habe mit ihm immer Spaß daran und das, ja, auf jeden Fall, die Lust ist sehr sehr stark, sehr viel stärker bei ihm als sonst wo. Ne? Gab es denn bei den 20 Männern schon einen, wo du so das
leichte Ekeln hatte. Ja, so ein bisschen. Ja, gab ja es auf schon. Jeden Fall. Mhm. Also da war einer zum Beispiel, der war total fett und so glibberig. Mhm. Habe ich auch erst überlegt, sagst du jetzt bei ihm nein oder so. Mhm. Den habe ich dann überredet, unter der Dusche mitzukommen und dann ging das so. Das ist ja auch so ein Thema. Das haben mir auch schon viele Mädels erzählt, die in dem Gewerbe arbeiten, dass sehr viele Männer einfach nicht sauber dorthin kommen, ne, zu den Frauen. Ja, das ist aber, das sage ich schon am Telefon. Wenn du nicht sauber bist, drehe ich mich um und gehe. Ach so, ja, das ist ja, natürlich gut. So muss man es machen. Knallhart. Das ist dann... dass ich da wirklich vorhin stehe, dann der schon fett tief oder so. Also die Melanie will eine Agentur aufmachen, als Edelhure. Genau. Ne? Erotischer Begleitservice, aber nur für eine gewisse Zeit. Das sagen ja vielleicht alle, ne? Nur für eine gewisse Zeit. Und ja, wenn gut, erst mit der Rubel rollt. Ich habe mir auch schon überlegt, weil was, wenn du jetzt aber mal denkst, oh, Geld, Geld, Geld und willst dann immer weitermachen. Mhm. Nur, ich habe meinem Mann das versprochen, also mein noch nicht Mann, ne? Habe ich das versprochen und ich werde das auch machen. Und auch wirklich, wenn das Geld so lockt, ich werde mir genug zur Seite scheppeln. Was schwebt dir denn vor? Wie viel Jahre? Oder nee, also Jahre vielleicht nicht, vielleicht ein Jahr oder zwei. Ach so. Höchstens, also wirklich das allerhöchste Mal. Gut, dann wünsche ich dir, dass die Vorsätze eingehalten werden können von dir selbst. Ja. Und dass ihr weiter so klar damit kommt, du und dein Freund. Und dass das auf keinen Fall eure Freundschaft, eure Liebe zerstört. Nee, das, wenn ich das und merke, dann höre ich auch auf. Gut, und das ist, dass du auch persönlich da keinen Schaden von nimmst. Nee, das werde ich auch nicht. Alles Gute und schönen Gruß an einen Freund. Ja, tschüss nochmal. Tschüss. 0800 567 8111, das ist hier meine Telefonnummer, die ist kostenfrei für euch. Und wir haben auch eine kostenfreie Faxnummer 0800 567 8110. Gerd ist dran, 47 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Gerd. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich einen riesen Bockmist verzapft habe, beziehungsmäßig, und die Sache in eine Tonne gekloppt habe, wie man so schön sagen kann. Und seitdem ein bisschen aus der Spur bin. So, jetzt mal Butter bei die Fische. Was genau hast du gemacht? Ich habe so ein bisschen rumtelefoniert. Rat mal, auf welchen Nummern. Es könnte sein 0190. Ja, so in die Richtung. Ja. Du liegst da gar nicht so verkehrt. Obwohl du verheiratet bist? Nein, nicht verheiratet, verlobt. Verlobt. Also eine feste Beziehung? Könnten wir in die Vergangenheitsform packen, mehr oder weniger, also, aber was? Es war eine feste Beziehung. Wie lange wart ihr schon miteinander zusammen? Ein Jahr. Ein Jahr? Ja. Und dann habt ihr auch schon zusammen gewohnt? Ja. Ja, und du hast dann währenddessen, obwohl ihr zusammen wart, zusammen gewohnt habt... Ja, die Gelegenheit war dadurch gegeben, dass meine Liebste 5 Wochen zur Kur musste. Und da hattest du so Druck? Und hast gedacht, ich wähle mal die Nummer. Ja, war am Anfang erstmal mehr so diese Neugier, was geht überhaupt genau ab? Und dann war da auch ein Angebot, dass man 10 Minuten für laut telefonieren konnte, und dann hat sich das irgendwie verselbstständigt. Du saßt dann nachts vor dem Fernseher, und da kommen ja diese schrecklichen Werbetrailer ständig. Ja, die stehen ja auch in allen Zeitungen. Die stehen in allen Zeitungen, und dann hast du angebissen. Ja, genau. Wie viel hast du denn vertelefoniert? Insgesamt, sagen wir mal, in den 5 Wochen, während deine Liebste weg war? Schnappe 2 Riesen. 2000? Und kräftig Telefonsex gemacht? Nee, das ist der Irrsinn dabei. Also diese reinen Sexnummer, wo mir eine erzählt hätte, ich liege hier in schwarzen Strapsen auf dem Küchentisch und so, dann wäre nach einer halben Stunde tot gewesen wahrscheinlich. Wäre ich da gelandet, wäre gar nichts passiert. Ja. Also das waren auch zum Teil Gespräche in ähnlicher Form, wie du sie auch hier mit den Anrufern führst. Ich glaube, ich sollte mal meinen Arbeitgeber wechseln. Könnte ich viel Geld verdienen. Ja, wäre eine Möglichkeit. Nein, aber im Ernst, du hast mit den Mädels dann über Gott und die Welt geredet und gar nicht über Sex? Es klang mal so leicht mit rein, ja, aber war gar nicht das Hauptthema. Das ging wirklich manchmal um Gott und die Welt. Und das haben die ganz geschickt so lanciert, um einfach die Zeit zu ziehen, ne, und rauszuholen, so viel wie möglich. Ja, obwohl ich noch niemals überzeugt bin, dass da alle professionell arbeiten, da sind auch viele Frauen, die dann über die kostenlos, die können sich ja kostenlos einwählen und sich dann da auch die Zeit vertreiben. Genau, und die sind kostenlos, aber du musst es halt bezahlen. Ja, das... Jetzt für 2000 Mark keinen einzigen Orgasmus am Telefon? Nö. Das ist ja ein Ding. Ja. Ja, und jetzt kam die Liebste aus dem Urlaub, aus der Kur zurück. Ja, und da wurde es dann natürlich erstmal richtig schwierig. Ein paar Tage zuvor kam dann auch noch eine Mitteilung von der Telekom, dass sie da mal so mitgekriegt haben, was sich da mittlerweile angesammelt hat. Dann hatten die den Anschluss stillgelegt, und bei mir war dann natürlich irgendwie Panik,
Angst, weiß der Geier, was da alles zusammenkam. Und ich bin auch nicht mit der Sprache rausgekommen. Ich habe also noch ein paar Tage so getan, als wenn gar nichts wäre und den Ahnungslosen markiert. Irgendwann hast du es dann sagen müssen. Ja, natürlich. Und war mir auch klar, aber trotzdem war ich irgendwie blockiert. Ich konnte nicht sagen, hier, das ist Fakt, ich habe da einen riesen Scheißdreck gebaut. Ja. Ja, und das ist natürlich jetzt auch der Hauptknackpunkt, was man mir auch zu Recht ankreidet jetzt, eben dieser Vertrauensbruch, dass ich nicht in der Lage war zu sagen, hier komm, ich habe den Mist gebaut, es ist zwar nichts Großartiges sexuell passiert oder so, aber eben, dass ich so getan habe, als wenn gar nichts wäre. Sag mal, wie lange hast du denn deine Freundin dann so in der Schwebe gehalten oder sogar belogen? 5 oder 6 Tage. 5 oder 6 Tage. Und dann hast du es dann doch von dir aus gesagt oder warst du so in der Klemme, dass du gar nicht langsam... Ich war so in der Klemme, ich kriegte gar kein Wort mehr raus. Ich war wie blockiert. So, und dann hast du es gesagt. Und dann hast du es ehrlich gesagt, so wie du es mir gerade erzählt hast. Ja, sie hat dann natürlich auch mal bei der Telekom nachgehört und dann, dann war natürlich zart und duster. Dann hatte ich die Papiere in der Hand, ne? Ja. Wie man so schön sagt. Das heißt, die Liebste ist aus der Wohnung raus? Nein, ich bin raus. Du bist raus? Ja. Wie lange liegt das zurück? Über was das du jetzt war, reden? Kurz vor Weihnachten. Also und jetzt so schlappe 3 Wochen. Und ihr habt euch seitdem nicht mehr verständigt miteinander? Ja, wir haben noch mal kurz miteinander und dann ist jetzt auch so ein Hin und Her. Also ich halte den Ball natürlich flach. Ich habe da auch nicht groß jetzt was zu kräkeln. Ne? Und dann kamen mal so Ansätze, ja, sie möchte eigentlich die Beziehung doch nicht. Und dann nächsten Tag wieder total der Umschwung. Du bist das letzte Charakterschwein, lass dich nicht mehr blicken und. Wo bist du hingezogen? Hast du so schnell eine eigene Wohnung gefunden? Ja, ich hatte da noch von früher, das ist im Haus der Eltern, so ein Zimmerchen für mich. Also da kann ich jetzt notdürftig unterkriechen. Ein Jahr zusammen. Verlobt, das heißt, ihr hattet Pläne. Ne? Ihr wolltet heiraten wahrscheinlich. Ja. Würdest du denn sagen, dass ihr bis zu diesem Vorfall eigentlich ein gut oder groß verliebtes Paar wart? Dass es gut funktioniert hat zwischen euch beiden? Im Großen und Ganzen kann man sagen, letzte Zeit waren da so ein bisschen Störungen drin, das war aber mehr bedingt durch ihre Krankheit und dass sie auch noch ihren Job verloren hat und deswegen ja auch wegen ihrer Krankheit und mit den Knien da in die Therapie musste. Sag mir mal. Ich kam mir so ein bisschen irgendwie vernachlässigt vor, dass so die Sache in Geben und Nehmen in eine Einbahnstraßenrichtung. Obwohl, und dann fuhr sie auch noch 5 Wochen in Urlaub. Ich dachte mal in Urlaub, in Chur. War sie denn weit weg in Chur? War so gute 150 Kilometer. Aber, nur? Aber ich glaube, das ist nicht nein, aber den dann, Ausschlag geben. Doch. Aber dann, wenn sie jetzt irre weit weg gewesen wäre, aber 150 Kilometer, hättest du sie doch oft besuchen können? Hab ich auch. Hast du auch. Und du hättest doch auch mit ihr ganz oft telefonieren können. Ja, das lief ja auch. Ach, das hast du auch noch gemacht zusätzlich. Welcher Teufel hat dich denn geritten dann auch noch? Ich weiß auch nicht. Es war irgendwie, man kann fast sagen, eine Spaltung bei mir so. Dass so die eine Seite da sich ausgetobt hat und die andere Seite den... Wenn sie sich noch ausgetobt hätte. Was? Ich sag, wenn sie sich noch ausgetobt hätte, die andere Seite hat sie aber nicht. War denn bei dem Anwählen dieser 090er-Nummern doch so ein Thrill bei dir dabei, doch irgendwie Sex zu kriegen? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Es war erstmal so die Neugier, was geht überhaupt ab. Man hat ja die dollsten Dinger gehört. Ja, und dann hatte eine Faszination. Das will war ich auch mal, eine unheimliche Vielfalt. Ist mir klar. Jetzt will ich mir mal sagen, Gerd. Also das ist natürlich eine üble Geschichte, die da passiert ist, dass du das gemacht das hast. Ja, das weiß ich auch. Weißt du auch, brauche ich dir gar nicht zu sagen. Nee. Aber, lass mich erklären. Aber ich finde sie auch nicht so ganz dramatisch. Also A, ist sexmäßig überhaupt gar nichts passiert. Hätte natürlich passieren können, ist aber nicht passiert. Und du hättest ja noch ganz andere Dinge tun können. Ich finde eigentlich, dass wegen so einer Sache, die ist schon einschneidend, aber nicht ganz gravierend, es ist verdammt schade, dass eine Beziehung, eine Liebe, die vielleicht eine Zukunft gehabt hätte, kaputt geht. Das findest du wahrscheinlich auch. Ja, ne? Jetzt müssen wir gemeinsam... Aber wie ich schon sagte, ist ja jetzt nicht der Knackpunkt, dass ich da ein paar Mal vertelefoniert habe, mal ganz flapsig gesagt. Nee, der Vertrauensbruch. Und der Vertrauensbruch und eben meine Unfähigkeit dann hinterher zu sagen, hier komm, ich habe Scheiße gebaut. Ich verstehe. Ja. Du bist ja einsichtig und reuig auch, was dein Verhalten angeht. Hast du ihr das denn jetzt auch im Nachhinein mal so ganz knallhart gesagt, so wie du es mir gerade gesagt hast, es tut mir leid, ich war bescheuert. Und ich war einfach zu feige. Aber ich komme auch im Moment nicht so richtig durch. Und
wenn ich versuche, so die Gründe zu, fängt natürlich jetzt schon an, ich bin in allen Punkten unglaubwürdig. Wenn ich sage, dass da sexuell nichts gelaufen ist, dann wird natürlich schon in Zweifel gezogen, weil ich auch verstehen kann. Ihr redet gar nicht so richtig miteinander. Nee, so richtig nicht. Man kann also nicht telefonieren, einfach mal so, das geht nicht. Nee, im Moment, wie ich sag ja, mal einen Tag, dann habe ich so wieder das Gefühl, es könnte und dann nächsten Tag... Vorschlag von mir. Dann wieder eine eises Kälte. Dann setz du dich doch mal hin und sammel mal deine Gedanken und schreibe mal einen wirklich verdammt ehrlichen Brief an die Frau. Mhm. Ne, im Brief kann man manchmal sich viel besser ausdrücken und auch noch mehr überlegen, wie formuliere ich das jetzt, wie sage ich das, und schreib ihn wirklich ganz radikal ehrlich, Gerd. Und schreib auch dabei, dass dir wirklich viel, wenn das so ist, aber mir scheint es so zu sein, dass dir wirklich viel an der Frau liegt und dass es dir von tiefstem Herzen leid tut. Und du bittest einfach nochmal um eine Chance. Und wenn die Chance darin besteht, sage ich auch, dass ihr beide vielleicht zweimal zu einer Paarberatung gehen würdet, dass ein dritter mal dazukommt und euch ein bisschen vielleicht zueinander führt, dass sie vielleicht darauf einsteigt und sagt, okay, komm, dann machen wir das. Schlag ihr das doch mal vor. Mhm. Wäre meine Idee jetzt. Ein Versuch ist es immer wert. Versuche es. Ich wünsche viel Glück. Ich danke. Alles Gute, Gerd. Ja, gleichfalls. Ciao. Ciao. 1:21 Uhr, hier ist Radio 1 Live, das wird der Fernsehen mit Domian. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, wählt ganz einfach diese Nummer hier 0800 5678 111. Und ich bin jetzt verbunden mit Werner. 36 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Ja, erstmal gut, dass ich durchgekommen bin. Das erste Mal, dass ich es probiert habe. Ist es wahr? Ja, erste Mal und sofort geklappt. Und zwar, ich habe ein Problem mit dreien. Mit dreien? Mit dreien. Gar mit drei Frauen, oder was? Richtig. Ehrlich? Ja. Ja, ich sehe zwar nicht besonders gut aus, aber es ist egal. Ja. Aber trotzdem, Geschichte mal kurz erzählt. Ja. Mit der einen war ich schon öfters zusammen, 4-5 Mal. Mhm. Die hat auch eine Tochter, nicht von mir. Die Tochter hängt auch an mir. Mhm. Gut. Da habe ich eine zweite kennengelernt. Zwischendurch war ich mal verheiratet, auch noch. Mhm. Ja, und dann habe ich eine andere kennengelernt. Lange. Die erste, mit der du zusammen warst. Ja. Von der warst du aber getrennt, als du die zweite kennengelernt hast. Ja, aber als du die zweite kennengelernt hast, warst du von der getrennt. Ja, okay. Genau. Und dann habe ich geheiratet und dann war ich wieder mit ihr zusammen. Also nach der Scheidung war ich wieder mit ihr zusammen. Wir reden jetzt von der zweiten. Die zweite hast du geheiratet. Ja. Mhm. Ja, mhm. Gut. Ja, gab ja mehrere. Ja, gut. Und dann war ich wieder mit der ersten zusammen und ja, die eine Tochter hat jetzt. Mhm. Von dir? Nein, nicht von mir. Mhm, ja. Nicht von mir. Ja. Und wann kommt die dritte ins Spiel? Ja, die kommt jetzt ins Spiel. Mhm. Die habe ich auch kennengelernt, da auf Schützenfest irgendwie. Das hat aber nicht lange gedauert. Und die hat mich aber in Ruin getrieben. Mhm. Also ich bin fast pleite. Mhm. Das ging über Handyrechnung, über alles drum und dran. Mhm. Ja, und jetzt habe ich eine andere kennengelernt. Wir reden, glaube ich, mittlerweile von 12 Frauen oder so. Nein. Nein. Mittlerweile. Und mit der vierten bin ich jetzt eigentlich zusammen. Ich glaube, sie hört mir auch zu. Hallo, vierte Frau. Ja, Hallo, Maria. Ja. Weiß die arme Maria denn, dass da auch noch andere Frauen im Spiel sind, waren? Das weiß sie, ja. Jetzt, um es zu klären, Werner. Ja. Ist denn Maria deine einzige Frau im Moment oder läuft mit den anderen auch noch was? Nein. Ja, das ist doch schon mal wunderbar. Ich dachte, da würden vier Frauen gleichzeitig um dich herum. Nein, nur der Verdacht kommt auf, weil die anderen Frauen mich öfters anrufen und sie sind also hinter mir so ein bisschen noch. Die sind alle immer noch scharf auf dich. Ja, was heißt scharf? Ja, könnte man sagen, vielleicht, ja. Obwohl du gar nicht so ein Reißer bist, sagst du. Na, bin ich nicht, eigentlich. Nur kurz zum Vorstellen, wie groß bist du? 1,74. 1,74, Gewicht? 80. 80? Mhm. Noch Haare? Ein bisschen. Also schon ein Halbplatz oder so? Ja, so obendrauf, so ein Hubschrauberlandeplatz haben wir schon. Ja, ein bisschen, bisschen Bäuchlein auch, ne? Habe ich mir gerade so vorgestellt. Etwas, ne? Ja. Mhm. Haare auf der Brust? Ein bisschen. Ein bisschen. Brille? Nein. 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 Zähne in Ordnung? Ja. Ja, ja, ist so, ist Mittelmaß, ne, würde ich so sagen, ne? Nicht Adonis und nicht gerade so der... Nee, so normal Durchschnitt. Normal. Aber denk ich mal. Viele Frauen mögen das ja, ne?
Ja, ich weiß es nicht. Ja. Ich habe mich auch schon immer gefragt, was hast du? Was die Leute? Was habe ich, was andere nicht haben? Ja, vielleicht bist du saugut im Bett, kann ja sein. Bist du saugut im Bett? Fragen wir es doch gleich. Ist natürlich schwer von einem selbst zu beantworten. Ja, kann ich nicht selbst beantworten. Na, kriegst du denn viel Lob von den Mädels? In letzter Zeit ja. Ja. Werner, ja. Komm, mach's mir nochmal oder so. Nein, das ist natürlich jetzt sehr, sehr übler Schatz. Ja. So nur auch nicht. Aber auf jeden Fall läuft es gut und du kriegst gutes Feedback. Ja. Von den Frauen. Genau. Aber jetzt lass uns mal ernst werden. Das eine stört mich, dass die anderen Frauen noch irgendwie belästigen, weil ich war mit der Maria, war ich zu Hause und krieg Telefonanrufe und ich habe ihr auch gesagt, dass die andere, die mich da in Ruin getrieben hat, dass die mich pausenlos angerufen hat. Ich sage, ich will nichts mehr von ihr und das und das. Und jetzt war ich letztes Wochenende war ich allein zu Hause, weil mir ging das alles auf den Geist. Mir ging das wirklich alles auf den Geist. Das Ganze nicht mit der Maria jetzt, sondern mit den ganzen anderen. Ich wollte einfach alleine sein. Und das hat sie irgendwie nicht verstanden oder ich weiß es nicht. Hast du denn, war sie sauer. Hast du denn die Sorge... Du lebst allein in einer Wohnung, oder? Ja. Hast du denn die Sorge, dass die Maria dir das nicht so richtig glaubt, dass das eigentlich gegessen ist mit den anderen Frauen? Das habe ich, ja. Aber du sagst jetzt zu mir und Hand aufs Herz unter uns Männern, definitiv mit den anderen Frauen läuft nichts mehr? Nee, gar nichts. Es läuft nichts mehr? Nein. Und du möchtest, hast auch überhaupt keine Ambitionen? Nein. Im Prinzip ist es dir nervig und lästig und hättest gerne... Nur zwischendurch, das weiß Maria auch, von der ersten, also die das Kind hat, da habe ich zwischendurch mal aufgepasst aufs Kind. Aber das war auch nur aufgepasst aufs Kind, weil das Kind liebt mich auch und ich mag das Kind auch. Da habe ich nur von 8 bis 12 habe ich aufgepasst aufs Kind und mehr war da auch nicht. Wie lange bist du eigentlich mit der Maria jetzt schon zusammen? Noch nicht lange. Na sag mal. Ja, 2 Monate. 2 Monate. Verstehe ich das recht, dass du hier angerufen hast, in der Hoffnung, dass Maria zuschaut und du ihr quasi diese Liebeserklärung und diese Versicherung hier übers Fernsehen und Radio machen kannst. Ja. Das ist richtig. Ich kann es natürlich jetzt nicht beurteilen, Maria, ob er recht hat, ob er die Wahrheit sagt. Es klingt schon so, als würde er die Wahrheit sagen. Ich meine es auch so. Du meinst es auch so. Ja, genau. Und ich hoffe, dass die anderen mir auch zuhören, vielleicht, in der Hoffnung, dass sie mich jetzt mal endlich in Ruhe lassen. Ja, die werden dich schon erkannt haben, vor allen Dingen, wo du dich jetzt so schön beschrieben hast. Ja. Also ihr diese Anrufe, die gingen mir so auf den Geist. Ja, ihr anderen. Das war gerade zwischen Weihnachten und Silvester war das. Und dann, wenn man da irgendwie zusammen ist und dann kommen Anrufe, das ist dann auch nicht gerade schön. Aber vielleicht auch nochmal noch ein ernster Satz, Werner. Wenn dir sehr viel an der Maria liegt und du gerne diese Liebe weiterleben möchtest und weiterentwickeln möchtest, dann solltest du vielleicht doch noch ein bisschen radikaler sein und den Schnitt bei den anderen Frauen machen und denen auch wirklich verdeutlichen, dass du auch nicht mehr... Ja, das kann ich schlecht. Ja, das musst du natürlich dann machen, ne? Ich kann natürlich auch die... Ich bin so ein Typ, ich kann schlecht... Ja, musst du aber, dann ist... Endpunkt einsang. Ja, das musst du aber lernen. Ja. Sonst kann man auch die Maria verstehen, dass sie das skeptisch ist und ein bisschen eingeschnappt ist oder Sorge hat zumindest, ne? Also da musst du schon klare Verhältnisse schaffen. Im Moment wohnen wir jetzt noch ein bisschen weit entfernt, auseinander, so, das sind 30 Kilometer. Na gut, so eine große Entfernung. Das ist nicht weit, ne? Also ich sage mal, der Maria, falls sie uns jetzt zuguckt, du hast schon das Recht, Maria, den Werner auch so ein bisschen in die Seite, in die Ecke zu treiben, dass der Klartext redet mit den anderen Mädels. Das Recht hast du schon. Und wenn er das gemacht hat, dann steht eurem Glück ja hoffentlich nichts mehr im Weg. Ne? Ich hoffe es auch. Und ich hoffe, sie hat mir zugehört. Und wär's denn vielleicht noch mit einer kleinen Liebeserklärung, oder? Oder sagt man das lieber unter vier Augen? Ja, Maria... Ich liebe dich über alles. Na, das ist doch was. Woll? Und wenn du das wirklich ernst meinst, dann musst du auch klare Verhältnisse schaffen mit den anderen Frauen. Okay? Alles klar, Domian. Werner, alles Gute und toll, toll, toll. Ciao. Bis dann. Tschüss. Jo. Wir haben 1.29 Uhr und 10 Sekunden und jetzt machen wir unsere kleine Pause. We'll be right back.
1.30 Uhr und 10 Sekunden ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema, das heißt, wir sind offen für alle eure Themen, über die ihr gerne reden wollt, über die ihr gerne mit mir hier reden wollt. Ihr könnt oder müsst mich dann einfach nur anrufen, 0800 5678 111 oder ihr faxt mir ganz einfach unter 0800 5678 110. Morgen haben wir ein Thema und morgen heißt das Thema Fremdgehen, Fremdgeh-Geschichten. Ich möchte mit euch darüber reden, ob ihr fremdgeht, ob ihr vielleicht Opfer von Fremdgängern seid, wie das so ist mit dem Fremdgehen, schlechtes Gewissen, wie ihr es einfädelt, wie ihr es geheim haltet und so weiter. Thema morgen bei uns, Fremdgehen. So, Karin. Karin ist 27 Jahre alt und hallo, jetzt Domian. Bei mir. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich bin total aufgeregt jetzt. Ich sehe dich da im Fernsehen. Macht nichts, wir schaukeln das jetzt. Okay. Ja, ich habe am Samstag die Zeitung aufgeschlagen und da war eine Todesannonce drin von einer ehemaligen Klassenkameradin von mir. Und ja, ich habe letztes Jahr drei Menschen, ich möchte nicht sagen verloren, sondern ja, sind verstorben. Und ich bin jetzt im Nachhinein dankbar, diesen Menschen gekannt zu haben. Und ich kenne auch dieses Gefühl, traurig zu sein und Trauer zu empfinden. Nur jetzt ist es so, und das ist mir total fremd, ja, sozusagen, ja, es ist für mich schwierig, das auszudrücken. Ja, dass die Beate, dass ich froh bin, dass sie tot ist. Dass du froh bist, dass sie tot ist? Ja, also schimpft mich jetzt nicht. Nee, erstmal bin ich erstaunt und bitte um eine Erklärung. Also lass mich nochmal fragen. Beate, das ist die Anzeige, die du gelesen hast in der Zeitung. Richtig, genau. Mit der hattest du keinen Kontakt mehr? Die letzten Jahre nicht mehr. Wir waren gemeinsam in der Realschule halt. Und dann haben wir auch gemeinsam die Ausbildung gemacht. Ach so, das heißt, dann gab es doch eine engere Verbindung über mehrere Jahre. Richtig. Und anschließend waren wir auch noch gemeinsam dann in der gleichen Arbeitsstelle. Aber der Kontakt war in den letzten Jahren abgebrochen. Richtig. Warum ist sie, war ja dann wahrscheinlich so jung in deinem Alter ungefähr, warum ist sie verstorben? Durch einen Autounfall. Das ist am Donnerstag gewesen und am Samstag durch die Zeitung habe ich es erfahren. So, und jetzt erklärst du mir, warum du froh bist, dass Beate tot ist. ja, mir auch total fremd und deswegen, ich kann da sehr schwer damit umgehen. Wir haben uns immer gestritten. Wir sind nie auf den gleichen Nenner gekommen. Das ist. Aber deshalb ist man nicht froh, dass jemand tot ist. Da kann man sagen, wir verstehen uns nicht miteinander, wir sollten uns aus dem Weg gehen, aber. Das haben wir ja dann auch gemacht und wie ich es erfahren habe, ich bin nur noch wütend gewesen auf sie. Also das ist. Wie? Weil einfach da so Verletzungen hochkommen, was damals alles so passiert ist, was sie mir an den Kopf geschmissen hat und. Also war das denn so, dass du dieses Mädchen regelrecht gehasst hast? War das Hass, der euch verbindet hat? Das könnte möglich sein. Aber dann, wenn man jemanden hasst, muss doch etwas sehr Schwerwiegendes vorgefallen sein. Nicht nur, ist etwas Schwerwiegendes vorgefallen? Also so tiefer gehend jetzt nicht, aber es sind. Damals in der Klassengemeinschaft ist es so gewesen, denke ich mir, also ich habe mir gedacht, wäre sie nicht da gewesen, dann hätte ich ein leichteres Leben gehabt in der Klasse. Warum? Was hat sie? Und ich denke genauso, dass die Beate auch das gleiche über mich gedacht hat. Warum wäre dein Leben denn leichter gewesen in der Klasse, wenn die Beate nicht in deiner Klasse gewesen wäre? Dann hätte es nicht so viele Konflikte gegeben, so viele Streitpunkte. Aber es waren immer Konflikte, ja, wie soll ich es ausdrücken, also. Ja, also die nicht ganz elementar waren. Ja, es war mir so, kann man das einordnen so in den Bereich des Üblichen, des Kleinkrams, der Nervereien, einfach so, dass man sich nicht ausstehen konnte und deshalb ständig im Konflikt lag. Nee, nicht nur. Gab es denn etwas ganz Schlimmes mal, was ihr euch angetan habt gegenseitig oder was sie dir angetan hat? Das überhaupt nicht. Also etwas ganz Schlimmes kann ich überhaupt nicht sagen. Es ist einfach nur in der Klassengemeinschaft gewesen. Sie stand immer im Mittelpunkt, hat es auch sehr ausgenutzt. Aber sie hat dich nicht mal in schlimmer Weise denunziert. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber ja, mir ist es total fremd so zu empfinden jetzt. Also mir wird ja so klar, irgendwie so ein Verhältnis habe ich auch gehabt früher mit irgendwelchen Leuten, die ich einfach doof fand. Ne? Aber die habe ich dann auch vergessen, nachdem ich mich räumlich von denen trennen konnte.
War das bei dir auch so? Das war bei mir jetzt genauso. Das war auch so. Und jetzt nach ein paar Jahren liest du die Todesanzeige und dann geht so ein Aufatmen quasi durch dich und denkst, ach, gut. So ungefähr, ja. Also ich möchte jetzt nicht... Erschreckt dich selbst? Ja. Das erschreckt dich selbst, ne? Ja. Mhm. Also weil ich es halt auch anders kenne. Ja, mich erschreckt es auch. Also ich kann es vielleicht noch so nachvollziehen, wenn man so einen ganz schweren Krieg mit jemandem hatte. Mhm. Ne? Aufgrund welcher Geschichten auch immer, dass man vielleicht dann so empfindet. Aber wenn man nur die üblichen Stinkereien mit jemandem ausgetauscht hat, dann so grundlegend zu empfinden, ist für mich sehr befremdlich, muss ich ja sagen. Ja, für mich selber auch. Mhm. Also ich kann es selbst fast nicht nachvollziehen. Also es war heute auch die Beerdigung. Ich bin nicht dort gewesen, weil ich das Bedürfnis nicht gehabt habe. Mhm. Ja, verständlicherweise. Du wärst ja dann mit lachendem Gesicht dahin gegangen. So ungefähr, ja. Also wir müssen es ja so klar ausdrücken. Du gönnst oder hast diesem Mädchen den Tod gegönnt, ne? Also ich habe ihr nichts Schlechtes gewünscht. Das, nicht den Tod, aber einfach so diese räumliche Trennung. Das hat mich jetzt einfach, ja, und die Todesanzeige hat mich so schockiert. Ja, eben nicht schockiert, ne, sondern eher gefreut, wie du gerade gesagt hast. Ja, freilich. Mhm. Freilich, ganz klar. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, Karin, ob man immer allen Gefühlen, die man so in sich entdeckt, ob man die immer so ausleben sollte. Ich weiß, wir leben in einer Zeit, wo man sich immer ausleben sollte, bis zum Gehtnichtmehr. Aber ich finde schon, dass man auch eigene Empfindungen bisweilen streng unter die Lupe nehmen sollte. Mhm. Und wenn man sich freut über den Tod eines Menschen, der einem eigentlich ganz schlimm nicht irgendetwas angetan hat, finde ich das schon ein Warnsignal, dass irgendwie was in einem oder jetzt in dir, dass da irgendwas sehr seltsam gepolt ist, sagen wir es mal so. Mhm. Aber ich glaube, das hast du wahrscheinlich selbst schon so empfunden heute, ne? Weiß ich nicht. Es ist aber nur ganz betreffend diese Person jetzt. Na gut, ja klar, weil, sicher. Das weil ist letztes Jahr ist es ja total anders gewesen. Was war denn letztes Jahr? Habe ich ja kurz erzählt, habe ich ja auch 3 Menschen sind verstorben von mir und da habe ich sehr wohl Trauer empfunden. Und es sind auch Menschen gewesen, die mir unwahrscheinlich nahe gestanden sind und da habe ich auch aktive Sterbebegleitung gemacht und so weiter. Also ich kenne das sehr wohl. Nur da ist es jetzt halt total anders. Vielleicht solltest du dieses jetzt zum Anlass nehmen, einfach, soweit du selbst, sofern man das selbst kann, in dir zu forschen, was dieses Gefühl ausmacht oder was dieses Mädchen vielleicht doch mit dir angestellt hat. Vielleicht hat sie ja doch etwas ganz Gravierendes in dir verletzt, was du gar nicht so weißt. Ja, was ich irgendwo total verdrängt habe. Vielleicht. Ja. Ne, vielleicht. Das würde das ja erklären, dass du so heftig, das ist ja eine heftige emotionale Reaktion, die du an den Tag legst. Mhm. Und ich möchte auch mich nicht dahinter verstecken. Also ich stehe auch zu dem, absolut. Mhm. Auch wenn es mir jetzt total fremd ist. Mhm. Gut, das dazu stehen ist das eine, aber es wäre ja noch besser, wenn du es verstehen würdest. Ne? Warum, ja. Genau, warum. Und das ist vielleicht sehr viel Gedanken- oder Erinnerungsarbeit. Ich weiß nicht, wie man sowas macht. Keine Ahnung. Sich selbst da auf die Schliche zu kommen, warum das so ist. Weil eigentlich ist es erschütternd, ne? Ja, natürlich. Mhm. Also ich habe es mich jetzt eh fast nicht getraut zu sagen, aber... Nee, man sagt, das ist ja auch vollkommen tabu, dass man sowas sagt, ne? Ja, richtig. Vor allen Dingen, wenn man eigentlich gar keinen Grund dafür hat, ne? Wenn dieses Mädchen jetzt deine Mutter umgebracht hätte oder irgend sowas, ne? Dann könnte man ja sagen, das Gefühl ist zu rechtfertigen. Mhm. Also bin nun kein Psychologe und wahrscheinlich wird ein Psychologe auch nicht so hoppla hopp dir dann eine Erklärung geben können. Dennoch möchte ich dir gerne anbieten, dass du mit meiner Psychologin ein paar Worte redest. Mhm. Vielleicht hat sie ein paar Ideen, wie man da so assoziieren kann oder was man da tun kann. Mhm. Ja? Du legst bitte auf und die Annette ruft dich gleich wieder an. Okay. Ich wünsche alles Gute. Jo, danke. Auf Wiedersehen. Petra ist 33 Jahre und jetzt bei mir. Schönen guten Morgen. Ja, hallo Petra. Ja. Warum hast du mich angerufen? Ich bin 33 Jahre alt und bin jetzt mittlerweile fast blind. Ich habe noch 2% Sehkraft. Mhm. Und es wird immer weniger. Wie kommt das? Ist das eine Erkrankung? Ich bin seit 20 Jahren Diabetiker. Mhm. Und das ist mehr oder weniger eine Spätfolge davon. Mhm. Das ist eine Sauerstoffunterversorgung im Augenhintergrund.
Gegen die man nichts tun kann? Gegen die man letztendlich nichts tun kann, nein. Mhm. Und ich bin jetzt seit einem Jahr schon mehrfach operiert worden und es ist eigentlich nur schlechter geworden. Am Auge operiert worden? Ja, an beiden. Mhm. Ich kann mir das so wenig vorstellen, 2% Sehkraft. Ich stelle mir das als ganz wenig Sehkraft vor, dass man kaum mehr was sieht. Ist das so? Also ich habe jetzt, also ich kann mir selber ein Brot nicht mit Butter beschmieren, weil ich nicht sehe, ob die Butter drauf ist oder nicht. Mhm. Also ich kann eigentlich... Auch nicht, wenn du ganz nah rangehst? Auch dann nicht, nein. Auch dann nicht. Mhm. Also geschweige denn, wenn du aus dem Fenster guckst, siehst du nichts mehr? Nein. Was siehst du noch? Ist es ganz verschwommen, grau oder wie kann man sich das vorstellen? Das ist ganz verschwommen und gelblich. Mhm. Es ist im Prinzip, als wenn man eine Brille auf hat, die völlig beschlagen ist. Mhm. Und eine Brille hilft auch gar nichts mehr bei dir? Nein. Nein. Wir blättern mal eben noch mal die Zeit etwas zurück. Wie alt warst du, als du noch ganz perfekt sehen konntest? Du bist jetzt 33, sagte ich gerade. Ja. Dass ich, also ganz perfekt, also ich habe vor 3 Jahren habe ich aufgehört, Auto zu fahren. Mhm. Also dann ging es dann doch da ziemlich gut noch. Ging es dann noch, ja, zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch gearbeitet. Mhm. Was hast du gearbeitet? Ich habe als Verkäuferin gearbeitet. Mhm. Mhm. Das heißt, in diesen 3 Jahren hat sich der Zustand doch sehr rapide verschlechtert, ne? Ja. Ja. Du kannst heute nicht mehr beruflich tätig sein? Nein. Hast du Familie? Ich bin verheiratet. Hast du auch Kinder? Nein. Wie geht denn dein Mann mit der Erkrankung um? Er erträgt das mehr oder weniger, habe ich so das Gefühl. Mhm. Hast du das Gefühl, dass er es ertragen muss oder dass ihm das eine schwere Last ist? Doch, häufig habe ich das Gefühl, ja. Oder ich will es mal noch überspitzter formulieren, dass du ihm manchmal zur Last fällst schon? Nein, das nicht so. Es ist nur dadurch, dass ich so wenig sehen kann und ja nun auch eigentlich selbstständig gar nichts mehr machen kann, passiert es mir auch ganz häufig, dass ich dann selber so unzufrieden bin, dass ich auch sehr wütend werde und dann denke ich auch, dass ich sehr ungerecht ihm gegenüber bin. Und entsprechend schlecht ist die Stimmung und es steigert sich dann wahrscheinlich auch immer wieder von selbst dann so hoch. Ja. Wie sieht denn das im Haushalt aus? Du kannst doch dann auch kaum etwas machen, ne? Das macht alles mein Mann. Mhm. Und was tust du den ganzen Tag über? Ja, gar nichts. Radio hören. Mhm. Dein Mann geht arbeiten tagsüber? Der geht nachts arbeiten. Nachts arbeiten. Mhm. Mhm. Überkommt dich tagsüber da oftmals so ein Gefühl der Verzweiflung? Auch deshalb, weil du gar nicht weißt, was du tun sollst? Oder der Depression gar? Ja, mittlerweile überwiegt das schon fast. Mhm. Hast du denn noch Menschen, die dich besuchen? Freundinnen oder Verwandte? Verwandte habe ich zwar, aber da habe ich überhaupt gar keinen Kontakt mehr zu. Mhm. Und ich wohne hier ein bisschen außerhalb und ich habe auch in den letzten Monaten die Erfahrung gemacht, dass mir zum Beispiel ich dachte immer, es wäre eine gute Freundin, dass sie mir ganz klar gemacht hat, wie lässig es doch ist, weil man eben nichts mit mir unternehmen kann. Mhm. Es ist nicht mal eben so ins Kino zu gehen oder so. Und sie hat das Wort lästig gebraucht, oder? Ja. Und du meintest, dass wir bis dahin warst du der Auffassung, dass es eine sehr gute Freundin war? Das hatte ich immer gedacht, ja. Das tut aber weh dann, ne? Wenn man das hört. Ja. Ist der Kontakt dann danach ganz eingeschlafen? Ja, ja, den habe ich dann völlig abgebrochen. Mhm. Hast du noch Eltern? Ja, aber kein Kontakt. Mhm. Du kannst dann ja auch den Tag über gar nicht alleine rausgehen, ne? Immer nur in Begleitung deines Mannes. Ja. Ja. Auf was freust du dich noch? Im Moment eigentlich auf gar nichts. Mhm. Denn
das ist für andere wahrscheinlich sehr schwer vorstellbar, nur das meiste läuft über optische Reize. Ja, ich glaube, das können wir uns alle sehr gut vorstellen. Wir brauchen nur die Augen zuzumachen und uns mal nur eine Minute mit zu den Augen durch die Wohnung begeben. Dann erahnt man ja schon, wie schwer es ist, als blinder Mensch oder als sehr sehbehinderter Mensch zu leben. Ja. Jetzt liegt ja gerade Weihnachten hinter uns und Silvester. Wie habt ihr das verbracht, ihr beiden? Also wir waren Weihnachten und auch Silvester alleine zu Hause. Mhm. Und ja, es ist nicht mehr so, dass der Weihnachtsbaum großartig geschmückt wird. Denn das ist für mich überhaupt gar keine Freude. Was habt ihr denn dann so am Heiligen Abend gemacht, wenn ihr beiden alleine wart und die Stimmung so eigentlich so schlecht in der Luft lag? Wir verbringen eigentlich sehr viel Zeit, dass wir Radio hören oder Fernsehen. Auch dann am Heiligen Abend? Ja. Hast du deinem Mann was geschenkt? Nein. Weil du es gar nicht alleine besorgen kannst, oder? Ich kann es alleine nicht, ja. Hat er dir was geschenkt? Ja. Kann ich mir vorstellen, dass man da auch so ein bisschen schlechtes Gewissen hat, wenn man dann nichts zurückgeben kann aufgrund der Erkrankung? Ja, das ist eigentlich noch viel schlimmer, denn es ist nicht nur, dass ich jetzt so zu Weihnachten oder heute hat mein Mann Geburtstag. Ich kann ihn heute auch nicht schenken und ich kann ihm so ja auch nichts geben. Denn es ist, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, dann muss er erstmal mich versorgen. Du sagst, du kannst ihm so nichts geben. Nein. Bist du der Auffassung, dass du ihm überhaupt gar nichts geben kannst? Doch, natürlich, nur... Also ich liebe meinen Mann über alles. Eben. Und das weiß er auch. Darauf wollte ich hinaus, nur Petra. Die ganzen Freuden, die wir so die ganzen Jahre über hatten, wir sind viel verreist, wir sind viel unterwegs gewesen, wir haben uns alles Mögliche angeguckt. Und all das, was er gerne tut, das kann er nicht mehr mit mir tun. Aber ich will jetzt nicht mit so einer altmodischen Formulierung kommen, mit guten und schlechten Zeiten. Aber ist es denn nicht so ganz normal, wenn man, ob man verheiratet ist oder ganz eng mit jemandem zusammenlebt, dass das dann selbstverständlich ist, wenn einer schwer krank wird oder wenn einem etwas zustößt und dir ist ja jetzt etwas zugestoßen, dass der andere dann hilft und dass man eigentlich kein schlechtes Gewissen haben braucht? Weil du würdest es doch ganz genauso machen, wenn es umgekehrt wäre. Du würdest deinem Mann doch auch alles bereiten und ihm helfen. Das würde ich sicherlich tun, aber es tut mir so weh zu sehen, dass mein Mann jetzt mit 36 Jahren im Prinzip mich an den Nacken hat. Aber er liebt dich doch auch. Ich denke ja, natürlich, sonst würde er das alles nicht machen. Und du liebst ihn. Und du kannst ihm, auch wenn du jetzt eine sehbehinderte Frau bist, kannst ihm all deine Liebe schenken und dein Herz schenken. Das ist jetzt ein anderes Leben als vorher, klar. Und das ist viel schwieriger und da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber eure Liebe ist doch dieselbe geblieben. Der Alltag ist nur so ungeheuer beschwerlich. Ich weiß aber nicht, wie lange kann man das noch schaffen, so eine Situation. Petra, ich habe hier mit Leuten gesprochen, die Jahrzehnte eine solche Ehe geführt haben und glücklich waren, die sich damit arrangiert haben. Weißt du, was ich für einen Eindruck habe, dass du überhaupt viel zu isoliert bist und zu alleine bist, dass du keine Kontakte hast zu anderen Menschen, vielleicht auch zu gleich betroffenen Menschen. Und du haderst natürlich verständlicherweise auch noch mit deinem Schicksal. Es ist ja auch alles noch so frisch. Du hast Angst vor der Zukunft, hast ein schlechtes Gewissen deinem Mann gegenüber, frisst alles in dich hinein und so weiter. Naja, das stimmt schon. Wenn wir doch einen Weg finden würden, dass du ein paar Kontakte bekommst. Nun, dann ist es, ich hänge hier im Prinzip, ich komme hier ohne die Hilfe meines Mannes auch ja nicht weg. Gut, aber es gibt Telefon und das ist nur für einen blinden Menschen optimal. Ja, das auf alle Fälle. Dass man vielleicht da schon mal
überlegen könnte. Vielleicht gibt es, ich weiß es nicht, das ist jetzt die erste Idee, die ich habe. Vielleicht gibt es, wir werden sofort eine Rückmeldung kriegen hier bei uns in der Redaktion, wenn ich das jetzt ausspreche. Vielleicht gibt es in Deutschland Selbsthilfegruppen von Menschen, die plötzlich oder relativ schnell erblinden. Ich könnte mir vorstellen, sowas gibt es. Mhm. So. Und diese Menschen haben das gleiche Problem wie du, die können nicht alleine sich bewegen. Das heißt, die müssen zum Telefon greifen. Mhm. Das heißt, da könnte man vielleicht mit dem einen oder anderen reden, der vielleicht genauso ein Schicksal hat wie du. Und das hilft ja schon ein bisschen weiter, wenn man sich mal ausgetauscht hat. Ja. Weißt du, Peter, ich spinne jetzt auch nur so ein bisschen rum, nur mal um nach einem vielleicht ein paar Lösungen zu suchen, damit du auch aus deiner Isolation rauskommst und dass du auch mal so ein bisschen, ach, so einen positiven Tritt in den Hintern kriegst, sage ich es mal ganz salopp, ohne es böse zu meinen. Mhm. Damit die Stimmung auch ein bisschen hochgeht, weil das würde deinem Mann doch auch gut gefallen, wenn du mal wieder ein bisschen fröhlicher wärst. Ja, auf alle Fälle, das. Denn so ist es ja doppelt schlimm. Du hast deine Erkrankung, er hat die Belastung im Haushalt und du bist auch noch immer traurig. Ja. Ne? Wenn du jetzt, wenn es irgendwie gelingen würde, dass du in eine bessere Stimmung kämst, dann wäre doch schon mal ganz viel verändert und ihr auch mal mehr lachen könntet miteinander und so weiter. Ja. So, ich bin jetzt ganz sicher, dass nach dem Gespräch ja einiges anläuft bei uns, per Telefon oder per Fax. An Ideen. Ich danke euch auch sehr, wenn ihr Ideen habt, faxt es uns oder ruft uns an. Das werden wir an dich weitergeben. Ja. Wir suchen das raus und die interessantesten Sachen rufen wir dich wieder an, vielleicht heute Nacht noch oder sonst morgen, morgen Abend, ist das okay? Ja. Und geben es dir. Dennoch möchte ich auch, dass du mit meiner Psychologin nochmal redest. Ja. Und ihr gemeinsam auch nochmal ein bisschen sprecht, okay? Mhm. Ja. Liebe Petra. Ja. Du bist 33 Jahre alt, dein Mann ist 36 Jahre alt. Ja. Du hast ein schweres Schicksal jetzt zu ertragen. Aber vielleicht kriegt ihr die Kurve, dass ihr auch noch ein sehr schönes und ein schönes Leben vor euch habt und auch schöne Dinge erleben werdet. Auch mit dieser Behinderung jetzt. Das wünsche ich uns auch. Ja. Also ich sag das auch jetzt so, du kannst jetzt sagen, na Domian, du hast leicht reden, du hast ein Augenlicht. Ich sage es aber auf dem Hintergrund der vielen Gespräche, die ich hier schon geführt habe mit blinden Menschen. Mhm. Deshalb sage ich das ein bisschen so jetzt auch so salopp. Es gibt auch so einen Weg. Ja. Ich hoffe es. Ich hoffe es ganz, ganz doll auch für dich. Und wünsche von Herzen alles Gute, liebe Petra. Und grüße von Herzen auch deinen Mann von mir. Ja, werde ich machen. Der jetzt auf der Arbeit ist, ne? Ja. Leg bitte auf und du wirst von meiner Psychologin, der Annette, angerufen. Ja. Und wenn wir interessante Dinge reinkriegen, wie gesagt, werden wir dich morgen spätestens informieren. Das ist ganz lieb. Alles Gute. Ich bedanke mich. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Beate, halt, wo ist sie? Hier. Ja. 33 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Auch 33, die Petra gerade auch. Ja. Beate, deswegen hast du angerufen. Ja, und zwar habe ich ein Problem, das muss ich natürlich jetzt sehr kurz fassen, jetzt so als Letzte, ne? Ja, wir haben ein bisschen Zeit. Mein Mann hat mich betrogen, also er ist jetzt zu einer Prostituierten gegangen, das habe ich jetzt im Oktober rausgekriegt, ich weiß es schon, also mein jüngstes Kind war 6 Wochen alt, als ich das mitgekriegt habe. Wie lange liegt das zurück? Das Mädchen ist 3,5. Ja. Also vor 3,5 Jahren. Und ich wusste immer nie, also ich war doll eifersüchtig, ich habe dann gedacht, also eine Dauergeliebte oder überhaupt Geliebte oder irgendwas. Also ich habe es gesehen, er kam vom Strübergang mit seinen Kumpels und ja, offensichtlich, also er war noch angetrunken und ich sollte dann sein Geschlechtsteil im Mund nehmen und habe dann gesehen, also der war benutzt. Also er hat es nicht mehr gewaschen vorher. Nee, er kam ja so aus dem Wald. Also die ziehen dann immer so los und der hatte sich da vorher nicht gewaschen und es roch auch nach Kondom. Und naja, wie gesagt, da ging das eigentlich das ganze Drama los. Vor 3,5 Jahren? Ja. Und wie oft kommt das jetzt seitdem vor? Ja, das wusste ich. Er hat es immer abgestritten. Er hat jahrelang abgestritten. Ich habe ihn danach noch geheiratet, habe an mir selber gezweifelt. Also er hat dann auch gesagt, du hast doch Wahnvorstellungen und so weiter und so fort. Ich bin auch schwer depressiv geworden.
und Angstzustände, Panikattacken, was ich schon von früher her kannte, aber lange Jahre Ruhe hatte, das mhm. kam dann alles wieder und dann hatte ich auch eine, war ich auch in einer Nervenklinik 12 mhm. Wochen. So schlimme Auswirkungen hatte das? Ja, aber das habe ich nicht an meinem Mann festgehalten. Also ich habe immer gedacht, ich hab den besten Mann auch mhm. zu den Therapeuten und die wollen uns meine Ehe kaputt machen, mhm. weil die mhm. der Meinung waren, so kurz vor der Hochzeit fingen die Panikattacken mhm. an. Da war ich innerlich nicht bereit. Mhm. Und also eine ganze Menge üble Auswirkungen gab es. Jetzt aus deiner heutigen Sicht heraus, wie oft macht er es denn? Weißt du das inzwischen? Na, wie oft das macht, weiß ich nicht. Also jetzt, er hat das eine Mal, weil ich kurz vorm Auszug war, weil er irgendwann mal geäußert hat, er ist mhm. unglücklich verheiratet und ewiglich seitdem leide. Mhm. Weil ich mir nicht mehr meine nicht mehr sicher bin und seiner nicht mehr sicher bin und er ist ein sehr liebevoller Vater und so weiter, mhm. aber ist auch sehr, also sexuell sehr. Aber du misstraust ihn. Und du hältst es für möglich, dass das immer und immer und immer wieder vorgekommen ist in den letzten Jahren. Ja. Und ich muss mal dazu sagen, wir haben damals ganz am Anfang, waren wir ganz arm dran und von Sozialhilfe gelebt und er mhm. hat hier eine Tischlerei aufgebaut und mhm. wir hatten nie Geld, waren immer klamm, ich habe von ihm nie Geld gekriegt. So. Und jetzt im Nachhinein, es kocht mir alles so hoch, ich gehe in 3 Schichten arbeiten. Also die Älteste ist 5, die Kleine ist 3,5. Mhm. Ich arbeite in 3 Schichten in einer Fabrik. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass da das Geld dann da, anstatt es mir zu geben, also uns damals so schlecht ging, dass es dahin trägt. Oder bist du denn so sicher, dass es eine Prostituierte ist? Vielleicht hat er auch eine Dauerfreundin. Nee, er hat mir gesagt, er war in einem, ich weiß auch wo, also er war in einem Güstrower-Bordell. Ja. Wie ist denn die Sexualität zwischen euch beiden? Ja, ich war immer der Meinung, es gibt nichts, was wir nicht gemacht haben. Also eigentlich haben wir, und ich habe mir auch die Zeit, also auch in der Schwangerschaft, bis zum Schluss hatte ich Spaß dran. Mhm. Und ich habe mir auch Mühe gegeben danach. Also und bis heute ist es eigentlich nach deiner Auffassung nach okay? Nee, jetzt ist nicht mehr. Ach, jetzt ist nicht mehr? Nee. Und wie lange schon nicht mehr? Ja, seit dem Oktober. Und ihm tut das jetzt fürchterlich leid. Seit 3 Jahren? Nein, jetzt seit Oktober. Ach, seit diesem Oktober jetzt, Seitdem er mir hundertprozentig gesagt hat, pass auf, Beate, okay, du hattest recht, ich war damals. Und er hat mir beim Leben seiner Kinder geschworen, er war nie und hat mich lange Jahre hingehalten. So, jetzt hat er das alles offenbart. Jetzt ist die Frage, wie geht es jetzt weiter? Das heißt, wie will er, dass es weitergeht? Hat er einen Vorschlag gemacht? Er liebt mich und das soll ja alles so beim Alten bleiben, aber ich habe jetzt ein Problem. Und er sagt, es soll nicht wieder vorkommen? Nee, es kommt nicht wieder vor, aber ich glaube ihm auch nichts mehr. Und ich wollte ihm auch heimzahlen, bloß ich bin zu nabbel. Ja, ich kann es nicht. Also dein Vertrauen ist jetzt ganz schön erschüttert. Tiefst. Und dir gelingt so innerlich gar keine Beziehung zu ihm aufzubauen so recht im Moment. Und du bist sehr vorsichtig und skeptisch. Ja, doch. Und du hängst ja auch viel dran, ne? Also die 2 Kinder, wir haben ein Haus gebaut und... Und hätte ich das alles, hätte er mit offenen Karten damals gespielt, hätten wir die Hochzeit verschoben, hätte ich das nur aus eigenem Willen, ne? Also aus eigenem, hätte ich verzeihen können, aber so bin ich einfach ins offene Messer gelaufen. Also wir haben danach geheiratet, ja, ne? Ich glaube ja, Beate, du hast dich ja jetzt hier an uns gewandt, ne? Ich habe schon oft überlegt, mit mir darüber zu reden. Ja. Meinst du, dass er darüber böse ist, wenn er das erfährt, dass wir darüber gesprochen haben? Ja, doch, das wäre wohl sehr unangenehm. Ja, doch. Nein, ich will auf Folgendes hinaus. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine Situation, wie du sie gerade beschrieben hast, zwischen euch beiden Edenleuten doch sehr verfahren ist und sehr verkrampft ist zurzeit. Du bist unsicher, du bist skeptisch, er sagt, es soll nicht wieder vorkommen, du misstraust ihm, aber wer weiß, was da alles vorgekommen ist. Du bist auch sehr verletzt und gekränkt, zugegeben und verständlicherweise. Und ich muss dazu sagen, also mein Mann steht auf üppig, auf oberüppig und hat aber mich geheiratet, die eher, also Körbchen Größe A noch zu klein ist, ne? Was hältst du denn davon? Ich glaube, dass das die beste Möglichkeit für euch beide wäre, wenn ihr vielleicht 2-3 Mal oder wie auch immer, oder 4-mal, weiß ich nicht, euch mit einem Paartherapeuten mal zusammensetzen würdet, in eine Eheberatung gehen würdet. Ich komme deshalb drauf, wegen des Dritten. Ich bin ja auch ein Dritter. Dass ein neutraler Mensch da sitzt und euch einfach ein bisschen zueinander führt oder euch wieder zueinander führt und vermittelt. Wenn ich nicht so gekränkt wäre. Ich meine, ich habe dann mal Phasen, wo ich denke, ich kann damit leben und dann habe ich wieder Phasen, ich sehe das alles so bildlich. Aber also das wäre die Möglichkeit, euch eine Chance zu geben. Und wenn er sich darauf einlassen würde, wäre es ja schön, wenn du es auch tätest. Nein, ich glaube, nee, es ist ihm nichts. Also soll ich so an der Öffentlichkeit...
Beate, die Sendung werde ich nicht hinkriegen. Die Sendung ist recht zu Ende. Wir rufen dich gleich nochmal an. Das heißt meine Psychologin, okay? Ja. Alles Gute. Tschüss. Danke dir. In der Technik Michael Jansen und Gunther Papperitz. Morgen heißt unser Thema Fremdgehen. 1 Uhr Radio 1 live und wieder Fernsehen. Bis dahin. Ciao. Gute Nacht.